Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Vegetina mit einem weiteren Let's Show. Dieses Mal mit Sega, mit der Sales 2020 Demo zu Sega Brawlers Mega Mix. Yep. Das ist praktisch ein 2D-Beat'em-Up-Spiel mit einem Haufen Sega-Charaktere und... Warum ist das wieder zurückgegangen? Egal, so. Wir starten ein neues Spiel. Man kann es natürlich in Abenteuermodus bestreiten, wo man einfach durchspielt mit einem gewissen Charakter. Arcade-Modus, glaube ich. Bin ich nicht sicher, was da der Unterschied ist. Battle-Mode ist, glaube ich, der Mehrspieler. Alien Alliance Mode und Adventure Mode EX. Keine Ahnung, was das alles bedeuten hat. Ich habe da halt nur den Adventure-Modus mal angezockt und das werden wir jetzt auch machen. Und hier haben wir bereits eine Auswahl an wirklich vielen Charakteren, vor allem so manche, die ich überhaupt nicht kenne. Ja, wir haben hier Sonic, Tails, Knuckles, Vector, SBO, Mighty, Jami, Shadow, Silver, Fang the Sniper, Gamma, Omega, ML und Chaos Zero, schon mal Sonic-Charaktere frei. Und es gibt auch Streets of Rage-Charaktere. Man kann sogar verschiedene Farbgebungen auswählen bei den Charakteren. Wie zum Beispiel Axel, Blaze, Adam, sein kleiner Bruder Skate, Max und Dr. San. Ja. Ich habe auch schon die komplette Streets of Rage-Reihe Let's Played auf meinem Flair-Kanal, der jetzt aktuell... Also die Website an sich ist ja leider Gottes jetzt immer noch down. Ich weiß nicht, wann die wieder zurückkommt. Bislang gab es noch keine neuen Infos von den Providern von Flair. Aber ja, auf jeden Fall die komplette Streets of Rage-Reihe habe ich ja schon Let's Played, inklusive den Fan-Remake. Wollte ich nur mal darauf hinweisen und... Ja, vielleicht lade ich sie auf eine andere Videoplattform nochmal hoch, falls jetzt Flair wirklich nicht mehr zurückkommt. Und hier haben wir Golden Axe Charaktere, von denen ich den Namen leider nicht weiß. Aber es wird sich noch herausstellen, wenn ich erstmals, die Golden Axe Reihe Let's Play. Und das ist der Altered Beast Hauptcharakter. Ich glaube, der ist von Shinobi, das ist Alex Kidd. Von dem, beiden... weiß ich leider nix, aber das ist Rister. Und, boah, ich kenne ihn aber, der Name des, Vectorman, genau, Vectorman. Der Vectorman von den Vectorman Games. Und das ist, der Hauptcharakter von Comic Zone. Kid Chameleon. Okay, das ist jetzt eher ein unbekannter Charakter, das kommt eher vor wie so ein Comic-Held-Charakter von DC oder Marvel. Genauso wie der Charakter ist mir auch eher unbekannt. Aber die sind aus, wie ist das Spiel nochmal? Dieses Shoot-and-Run-Game. Gunster Heroes? Ich glaube, so ist es. Ah, da haben wir wieder unbekanntes Territorium für mich. Mit diesen Charakteren. Aber ja, die Auswahl ist schon mal groß und es gibt noch weitere freispielbare Charaktere. Wie man die allerdings freischaltet, weiß ich leider nicht. Elform Chin und... kenne ich auch, aber den Namen kenne ich leider nicht mehr. Den habe ich auch schon mal gesehen, den Charakter. Es sind allesamt wirklich ein Haufen Sega-Charaktere. Und das ist... Oha! Wie hieß das nochmal? Splatterhouse, oder? Keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir spielen mal mit Sonic durch. Ready! So. Es spielt sich halt wie ein typisches... Wie man es halt von einem Beat'em-up-Spiel kennt. Super Angriffe. Okay, da darf ich nicht so oft einsetzen, weil ja, das verbraucht ja noch zusätzlich Lebensenergie. Es gibt andere Fähigkeiten, bei denen ich nichts verbrauche hier. So. Wir haben keine Chance hier.
Na, was ist mit dir? Egg Pawn. Oh ja, die vermischen sich schon auch mit anderen Charakteren. Im Augenblick sind es auch nur verschiedene Arten von Egg Pawns. Ist halt wieder ein typisches 2D-Beat'em-up, wie die Streets of Rage Reihe zum Beispiel. Wenn sich wohl den Gegner nähert, kann man ihn auch packen noch zusätzlich. Uff, okay, jetzt werde ich aber hier eingekreist. Was ist jetzt los? Hey, hey! Okay, ich habe ihn gerade gepackt, deswegen. Dabei läuft noch im Hintergrund Escape from the City Soundtrack. Take my lead, I'll set you free. Follow me, set me free. Trust me and we will escape from the city. Warum hat das mich jetzt gerade getroffen? Me, set me free. Alter, es werden einfach so viele Gegner hier. So, ihr habt keine Chance hier. Ihr werdet alle zermalmt. Aber man kann natürlich von der Übermacht noch überwältigt werden, wenn man nicht aufpasst. Ja, hier zum Beispiel habe ich auch wieder unnötig Schaden kassiert. Hallo? Aber geht gut ab hier, ne? Jeder Charakter hat wirklich eine Riesenauswahl an Spezialtechniken. Kann man sogar auch miteinander kombinieren mit den normalen Kombos. Alles natürlich auch mit Controller spielbar, weil es natürlich die Facecam beweist. Alter! So, okay, die Stage haben wir durch. Die haben natürlich auch nur begrenzt Continuous, aber genug, um es durchzuschaffen durch das Spiel. Jetzt kommen wir zu den Streets of Rage. Stage. Alter! Alter, ich hasse es, wenn ich da jetzt meinen Charakter packen muss. Das ist aber jetzt hier eher ein Nachteil als ein Vorteil für mich. Ja, ich bin gleich down. Ich werde gleich mein erstes Leben verlieren. Aber es macht schon ein bisschen Spaß hier, sich durchzukloppen. Vor allem, da wirklich die Charaktere alle verschiedene Techniken aufweisen. Ja, da bin ich schon mal down. So, dann nehmen wir mal Tails Boy. Der soll jetzt mal zeigen, was er drauf hat. Habt keine Chance hier, Schlägertypen. Der Tornado von dem ist cool. So. Schickt natürlich auch seine mechanischen Bomben auf die Gegner. Und natürlich auch sein Blaster aus Sonic Battle. Generell ist er sein Moveset hier aus Sonic Battle. Ich wünschte, es würde auch in aktuellen Sonic-Spielen so verwendet, dass man seine Stage eher auf Action basierend macht. Man diese Art von Gameplay gibt. Hey, auf mir eine Watsche zu geben, du. Dreckspast. Oh, hey, chillt mal. Ein Schuss hier. Euch springe ich weg. Ich glaube, wenn man springt, ist man sogar noch schneller fast unterwegs. Ey, was soll das? Okay, jetzt warten wir, dass sich die Leiste wieder auffüllt. Und dabei aufpassen, dass ich nicht von Gegnern und ich getroffen werde. Und auch noch der Miniboss. Hey, du wagst es, mich zu messern? Oh, da kommt der
Erster Boss aus der ersten Streets of Rage, der Bumerang Fuzzi. Und bei dieser Übermacht da. Ja, verdammt, da geht er schon richtig ab. Und wow, hat er mir viel abgezogen hier. Und ja. Der nimmt natürlich weniger Schaden als die ganzen Spackos hier. Wow. Vorsicht, der Bummer kommt wieder zurück. So. Immer im Griff haben hier. Sehr schön, gepackt noch schön oben drauf. Gleich ist er down. Oh, das wär's. Das haben wir geschafft. Den Abschnitt haben wir auch schon mal durch. Es macht schon sehr viel Spaß, hier durchzuspielen. Und jetzt kommen wir zu Golden Axe. Ey! Lass das! Lass das! Aua, 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 hört auf! Lass bloß, bloß sein hier. Hey, hör auf, mich mit der Keule zu schlagen! Du Arsch, hör auf! Dämlicher Ork. Bist ja auch im falschen Film. Zurück mit dir zum Herr der Ringe. Zurück mit dir in die Herr der Ringe-Reihe. Obwohl, ich habe das Gefühl, die Herr der Ringe-Filmreihe hat sich davon in diesen Gegner inspirieren lassen, weil Golden Axe kam ja lange vor Herr der Ringe. Was zum Teufel? Hey, du blöder Springteufel, hör auf! Da will ich es mal mit einem geschmeidigen Luftangriff machen und ja, werde ich einfach von der Luft geholt. Was ist mit der Dickerchen? Aua! Lass die Keule stecken. Hier, ein kleines Geschenk für dich. Aua! Blöder Markus. Alter. Man kann sehr leicht von den Gegnern getroffen werden hier. Von dem, wenn die einen einkesseln, dann machen die so eine dann jonglieren sie einen hin und her mit ihren Angriffen. Aua. Haben wir eh schon des Öfteren gesehen, wie die das machen. Mal sehen, wie eigentlich Tays Ulti aussieht. Oh ja, das ist ein Super Blaster. Hey, hör auf! Hör auf! Bam. Benetti heißt die. Und weg mit dir. Und nur ein Treffer und ich bin schon tot. Oh! Oder zwei. So, ich meine, sind die Markus ja weg. Die machen am meisten Probleme. Aua. Ja, das wär's. Dann wird's Zeit für einen Knucklehead. Der kann eher am Herd dessen zuschlagen. Oh, schön Uppercut. Kopfnuss. Felsen auf den Gegner schmeißen. Du Arsch! Ihr Arschsäcke, hört auf! So, jetzt kommt der Boss. Uff! Ein gewaltiger Ritter. Ich weiß nicht, in welcher Zeit eigentlich Golden Axe spielen sollte. Ich dachte, dass es in Altertum spielen würde, das Ganze. Aber nee, Ritter gab es erst im Mittelalter. Oh, das war gut hier. So, erst müssen die ganzen überschüssigen Gegner loswerden, weil die machen am meisten Probleme. Zum Schluss
aufhören. Alter, wie viel halten die noch aus? So, Schluss mit euch. Jetzt will ich ihn da runterschmeißen. Na gut, dann halte ich ihn halt mit einer Combo. Und das wär's. Da geht er down, da geht er down. Gut. Zeit für die nächste Stage. Ich glaube, das ist... Jetzt weiß ich, wie das hieß. Battletoads mit diesen, Kampfpassagen mit den anderen Charakteren einfügen, die jetzt nicht so schnell sind wie Sonic. Shadow und mit Shadow und Sonic Highspeed Stages und den Rest so Beat'em Up Stages. Mit ein paar Rätseleinlagen obendrauf. Vielleicht mit Amy so mehr auf Rätsel basierend. Aber trotzdem nicht unheimlich langsam. So wie in Adventure 1. So, Schluss jetzt mit deinem Geballere. Und was müssen wir besiegen? Einen Stampfer? Jetzt mal Schluss mit deinem... Aua, aua, lass das. Dir mache ich... dir zeige ich sie. Ich weiß nicht, was das für ein Song im Hintergrund ist, aber den werde ich wohl rausschneiden müssen, weil ich möchte keine Copyright-Probleme riskieren. Sorry. Alter! Der macht echt Probleme. Aber er klingt cool auf jeden Fall. Komm her, du! Und tschüss. Das wär's. Weiß es allerdings nicht, wie viele Stages noch gibt. Okay, wir kommen wieder zum Sonic-Territorium. Ah ja. Das ist Shadow the Hedgehog-Mucke. Auch wenn ich kein Fan von dem Spiel bin, ich mag die Mucke. Aber dazu später wäre, wenn ich erstmal das Spiel Let's Playe. Darauf freue ich mich eigentlich schon. Aber gleichzeitig habe ich auch Angst davor. Ihr werdet das schon feststellen. Ich will jetzt noch nicht, also sehr groß. Man kann die Gegner in den Abgrund schicken, damit sie, ja, damit sie gleich drauf gehen hier. Da schießt man auf mich. Alter! Den Braten jetzt ich gebrauchen. Alter, jetzt ist mal Schluss. Hör auf. Verpiss dich. Ach, das war ein Explosionsschlag.
Alter, ich werde zu oft getroffen hier. Runter mit euch. So, Schluss jetzt. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht auch noch in die Grube stoßen lasse. Selber in die Grube stoßen lasse. Aua. Das kann natürlich mit diesen Blasterangriffen passieren. Aber das hat sie weggestoßen, ja. So, hinfort. Oh je, noch mehr von den Ballermännern. So. Na, Schluss mit euch. Batnik Hover? Weiß nicht, gab's die wirklich, diese Gegner als Sonic? Doch, ja, ja, aus Sonic 2006. Ja, weil da muss ich sagen, das Design der Roboter finde ich auch eigentlich schon fast ein bisschen kreativer als in der normalen Sonic-Reihe. Weil, ja, zugegeben, es passt eher in solche, die in normalen Eggpawns passen auch schon eher zu Sonic-Reihe wegen dem mehr Cartoon-Flair. Aber ich habe auch nichts gegen diese Eggman-Roboter aus Sonic 2006, weil die, muss ich sagen, finde ich auch echt cool. Shadow! Und versuchen wir es mal mit ihm wieder. Na komm. Zeig's ihnen mal, dass du die ultimative Lebensform drauf hast. Natürlich holt er dann ein Maschinengewehr raus. Ich meine, die Idee an sich, dass er Waffen nutzt, dagegen habe ich jetzt nicht wirklich was wie andere. Weil viele hassen das an sich, aber... Ich meine, er könnte auch aus seiner Chaos-Energie eine Pistole schaffen. Dagegen hätte ich dies... Hier hätte ich nichts, weil... das muss nicht unbedingt edgy sein, weil solange er nicht unbedingt einen edgy Charakter hat, so wie aktuell, passt das schon. Das ist eigentlich nicht wirklich Schlimmes. Ja, Chaos-Energie schießen. Ja, und Chaos-Energie schnippen. Oh, natürlich alles schön aus... Sonic Battle. Oh, und ein spezieller Feuerarm. Nice. Was sind das alles für Soundtracks? Ich muss da wirklich mir merken, dass ich da einiges rausnehme. Hier, verpisst euch! Schluss jetzt! Alter, oh, boah, da wurde ich extremst jetzt hier jongliert. Ich will den Braten haben, hey! Oh shit, ja, da gehe ich gleich down. Gib her. So. So, gib her. Nein, lasst mich doch! Wie viele gibt es hier eigentlich? Oh, da gehe ich down. Das war klar, dass das irgendwann passiert. Vielleicht kann Silver mehr ausrichten. Sag mal deiner Telekinese, was du so drauf hast. Kann auch viel Fernkampfangriffe einsetzen. Was er körperlich nicht kann, das macht er mit seinen Telekinese-Attacken wieder gut. Und tschüss. Wieder Streets of Rage. Was zum Teufel? Okay, das muss ich leider auch... Jetzt mal Schluss mit euch. Das muss ich leider auch rausstreichen. Es sind so viele Soundtracks, die ich hier rausstreichen muss. Weil es alles Copyright geschützt sein könnte. Ich weiß, das ist jetzt nur ein Remix von irgendeinem bereits bekannten Song, aber trotzdem. In einer Mischung aus bereits einem bekannten Song und von einem Streets of Rage Soundtrack, weil das erkenne ich noch im Hintergrund hier. Aber trotzdem. Ich will sicher gehen. Das Let's Get It On zum Beispiel ist halt... Ja. Das, was ich nicht gerne...
nutzen würde in meinen Videos, was ihr da gehört hättet. Oh nein, das ist der. Ach du Scheiße. Ja, seht es, was für ein Kombi das ist. So, ist jetzt mal Schluss. Sind weniger Gegner? Nein. Barben. Der erste Boss aus Streets of Rage 2 und einer der Bosse aus Streets of Rage 4, der auch extrem heftiger geworden ist. Ich habe ein Extra-Leben gehabt. Okay, das würde ich auch nutzen. Alter! Hey! So, wenigstens ist der Big Ben schon mal down. Und Barben obendrauf. Haben wir eigentlich noch, oder was? Nein, das war es noch nicht. Ich glaube, das ist jetzt Battletoads, ja? Nein, immer noch Golden Eggs. Ja. Man hat da wirklich viele Stages zum Durchspielen. Aber geht gut ab hier. Na, da haben wir ein Skelett-Monster. Schuss jetzt. Und die springen natürlich auch über die Abgründe. Aber gut, es ist schön zu sehen, dass die Gegner auch intelligent sind. Das Beste aus der aktuellen Situation machen. Oh nein, ich Idiot! Jetzt habe ich mich auch noch abgestürzt. Na, mal sehen was. Dass der gute Fang so drauf hat. Schwanzschlag? Kann auch mit seiner Pistole schießen hier? Achso, die Leiste ist gerade down. Nein, doch nicht. Mit X hat er, glaube ich, keinen speziellen Angriff hier scheint. Jetzt zeigt sich, warum man ihn Fang the Sniper nennt. Alter! Weil er auch gerne ballert. Aber ich werde viel zu oft von den Gegnern hier erwischt. What the hell? Was ist das für eine Kombi von denen? Ja, ist mal gut, chill dir mal. Ach, was für ein Chaos hier. Aber keine Sorge, ich habe noch genug Continues, um weiterzumachen zu können. So, Schluss mit dem blöden Skelett. Was ist jetzt mit dir? Ich glaube, ich sollte da nicht springen. Nur mal so als Gedanke. Alter. So. Abgeballert. Jetzt kommt der Boss. Aua, aua. Ja, da gehe ich schon down. Vielleicht mal. Mutant Rick. Aus Splatterhouse. Ja, da geht schon deutlich besser ab. Was zum Teufel, der ist ja komplett OP hier. Geil! Die Frame Boss. Also ein spezielle Skelettritter? Oder Skelettechse, wie es scheint. Und tschüss. Der Mutant Rick geht hier total ab. So, da kommt noch was.
Keine Chance für euch. So. Alter! So eine Spezialangriffe gehen ab hier. Da macht ihr Kombos wie sonst was. Der kloppt sie alle weich. Wir haben keine Chance. So. Bam, 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 bam. Alter. Oh, verteidigt er sich oder? Nein, das ist ein Boss. Das ist ein Boss hier. Aber gut. Alter, der holt. Der nutzt sein Haut, um andere noch zu schlagen. Krasse Kacke. Ja, das wär's. Ja, mit Charmy habe ich es am Ende dann durchgespielt. Der war der letzte Charakter, den ich hatte. Ja, das war mal ein Playthrough von Sega Brawlers Mega Mix. Schon ein ziemlich cooles, ja, Beat'em Up Game an sich. Ja, was haltet ihr davon? Sorry, dass ich größtenteils immer die Musik ausschalten musste. Copyright Schutz halt. Also Schutz vor Copyright-Probleme. Muss leider sein auf YouTube. Aber wenn ihr die Musik genießen wollt, Download-Link wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Danke für eure Aufmerksamkeit und sehen uns dann wieder beim nächsten Sage 2020-Titel. Und bis dahin, ja, weiterhin viel Spaß mit meinen anderen Videos. Und auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leute!